Grüß Gott! Der Sonntag Jubilate hat den Jubel schon im Wort. Jubel über die Schöpfung, über Auferstehung und Neubeginn. Jubel über alles, was Gott uns schenkt. Immer wenn ich das Pfarrhaus verlasse und wieder heimkomme, dann laufe ich an unserem Weinstock vorbei. Noch vor ein paar Wochen sah er so elend und vertrocknet aus, dass man sich nicht ausmalen hat können, was daraus noch entsteht. Aber jetzt merke ich täglich, wie die zarten Blätter immer größer werden. Und ich kann mich jetzt schon darauf einstellen, dass ich mich bald wieder dran machen muss, ihn nachzuschneiden. Aus dem Bereich der Natur kommt das Bibelwort für heute aus Johannes 15. Dort spricht Christus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus stellt sich als der Weinstock vor, der den Reben Kraft gibt und ihnen beim Wachsen hilft. Ich sehe es jeden Tag. Wie von Wunderhand treiben neue Blätter und später Früchte aus. Es ist klar, ohne den Stamm, der fest verwurzelt ist, käme dann nichts zum Vorschein. Aber ein weiteres sagt Jesus, nämlich, dass die Reben, die keine Frucht bringen, weggeworfen werden von Gott, dem Weingärtner. Ganz klar, warum sollte er sie auch behalten? Die rauben den anderen die Kraft. Die, die Frucht bringen, reinigt er und verschafft ihnen mehr Licht. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Denn wir als Menschen, wir als Gemeinde, wir sind ja die Reben. Wir sollen Frucht bringen. Jesus sagt, dass das dann geschieht, wenn wir an ihm bleiben, wenn wir uns an sein Wort halten. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist das Wichtigste. Bei Christus bleiben und sich an ihn halten, ihm vertrauen, auch wenn es schwer fällt. Und vor allem die Kraft nicht nur bei mir suchen, sondern bei ihm und in seinem Wort. Dann können wir Frucht bringen. Wir erzählen vielleicht unserem Nachbarn von unserem Glauben. Oder gerade merke ich, wie auch Menschen, die sonst nicht so in die Kirche gehen, innehalten beim Glockenläuten, Andachten lesen, online Gottesdienste feiern. Das sind doch Früchte. Lassen wir die nicht wieder verdorren, sondern lasst uns zusammen an Jesus, dem Weinstock, bleiben und uns an dem Wunder erfreuen, dass immer wieder etwas Neues entsteht.